Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Folge Robin TV hier in Berlin im Dunkeln und neben mir die bezaubernde Lea. Du bist als Schauspielerin bekannt, setzt dich auch stark für Nachhaltigkeit ein. Genau. Und wir wollen jetzt heute mit einem Elektroauto durch Berlin fahren. Bist du schon mal Elektro-Golf gefahren? Nee, Elektro-Golf noch nicht. Ich bin mal Elektroauto gefahren, anderes. Ein Wasserstoffauto habe ich schon mal gefahren, aber den noch nicht. Ich habe mir den einfach über WeShare ausgeliehen per App und da düsen wir jetzt mal durch Berlin. Und wieso wir das machen und wieso wir das vor allem im Dunkeln machen, das klären wir jetzt gleich nach dem Intro. Ja, schön, Lea, dass wir hier gemeinsam im Auto sitzen. Ja, finde ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Und viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, ich habe es ja schon angekündigt, wieso fahren wir im Dunkeln los? Ja? Ja. Weil im Dunkeln sieht man die schönen Lichter so gut und das passt natürlich perfekt im Rahmen von Berlin leuchtet. Ja, das findet ja gerade statt. Vom 9. bis zum 20. Oktober kann man das also erleben hier in Berlin. Und ich finde das Motto eben von Licht verändert auch sehr, sehr passend. Das ist super. Das ist total schön, ja. Denn die Stadt verändert sich, die Mobilität verändert sich. Ja. Da kommen wir natürlich gleich auch nochmal dazu. Jetzt, bevor wir aber tiefer einsteigen, will ich natürlich erstmal gerne wissen, wer bist du eigentlich genau? Also ich meine, ich weiß es ja schon so ein bisschen, aber der eine oder andere Zuschauer weiß es vielleicht noch nicht genau. Erzähl doch mal ganz kurz was zu dir. Ja, also ich bin Lea, genau, das hast du schon gesagt. Ich bin Schauspielerin, ja. Habe lange Zeit in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt, aber bin da vor einem Dreivierteljahr ausgestiegen, um mal so zu gucken, was diese Stadt und dieser Beruf noch so für mich übrig hat und was da noch so passiert. Und ich bin echt ganz happy. Ja, aber grundsätzlich, was mich total interessieren würde, ist, wie du das Thema Mobilität lebst. Weil wir sind ja jetzt hier zum Beispiel in einem Carsharing-Auto unterwegs. Hast du selber noch ein Auto? Ich habe noch ein Auto. Ja. Ein älteres Modell. Okay. Genau, und das fahre ich, bis es irgendwann den Geist aufgibt und dann mal gucken. Ich hoffe ja, dass bis dahin diese ganzen Systeme und alles, was sich da gerade so auftut, dann hoffentlich so weit ist, dass man total gut aufs Auto verzichten kann. Wir sagen auch oft, mach dein Stehzeug zum Fahrzeug. Ja, ja, das ist total gut. Wenn wir über dieses Thema reden, ich rede ja auf meinem Kanal viel auch zu neuen Mobilitätskonzepten, auch zu Sharing-Konzepten, weil die stehen halt die meiste Zeit normalerweise rum, die Autos. Und ich wette, dein Auto steht auch die meiste Zeit rum. Natürlich gibt es Tage, wo es rumsteht. Und was mich vor allem nervt jetzt gerade hier in der Innenstadt, dass die Autos alles so verstopfen. Also das ist wahnsinnig eng. Es ist das Gefühl, die Fahrräder haben keinen Platz und dann die Kinderwägen da irgendwie durch. Und das finde ich so furchtbar. Ich finde grundsätzlich dieses Thema super spannend, das du gerade aufgemacht hast. Das hatte ich eigentlich für später eingeplant, aber das können wir hier gerade mal reinstreuen. Mhm. Und zwar genau dieses Thema Platz in den Städten, Räume in den Städten. Was würdest du denn, wenn du jetzt mal dir vorstellst, wir haben mehr Platz in den Städten, weil weniger Autos da sind. Was könnte man denn mit dem Raum schaffen, Schönes? Ja, also du siehst hier zum Beispiel die Fahrradwege, die hier extra gerade neu gemacht wurden. Ja. In hier rot und da vorne auch in grün. Ja. Finde ich total gut. Sind aber super schmal. Mhm. Also wenn sich da mal Fahrradfahrer überholen wollen, dann fahren die natürlich auf die Fahrbahn und das ist super gefährlich. Also ich bin auch ein paar Mal in Berlin Fahrrad gefahren und muss sagen, ich finde es echt gefährlich. Ja, ich habe da echt Schiss vor. Ich bin sogar mit Helm gefahren, was super unsexy ist, aber ich habe es gemacht. Mhm. Ich finde, du hast es schon gesagt vorhin zu mir, dass du grün so magst in den Städten und ich finde auch, das macht so eine gute Atmosphäre einfach, gute Luft, ein gutes Gefühl. Einfach ein paar Bäume pflanzen. Ich meine, wir reden alle über Klimakrise und dass wir Bäume brauchen und so. Das würde uns total gut tun, hier mal ein paar Bäume zu pflanzen, mitten in der Stadt. Also es würde auch den Seelen gut tun, weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch meine Erfahrung mit diesem, es wird ja immer enger, es kommen immer mehr Leute. Und das ist wie mit Tieren, die man auf einem engen Raum einsperrt. Die Menschen werden aggressiver. Ja. Also ich finde, bin jetzt seit 5 Jahren in Berlin. Ich spüre das deutlich, wie eng das wird. Also nicht nur in Staus, sondern auch, das ist nicht mehr der charmante Berliner Rotzton. Das ist inzwischen echte Aggressivität. Den Aspekt habe ich ehrlich gesagt so noch gar nicht betrachtet. Also das mit dem Grünen und so, dass es einfach dann schön ist und eine gute Luft und so weiter. Aber ich gebe dir völlig recht. Es geht sogar auch von Aggression Richtung Depression. Total. Ne? Also so dieses zu viel Beton und zu viel Künstliches, irgendwie fühlt man sich unwohl. Ne? Und man wird teilweise, also gerade im Winter in Berlin, teilweise schon ein bisschen depressiv. Ach, total, ja, absolut. Und wenn es dann alles grün wäre und mehr Platz und weniger lärmende Autos und die Leute fahren mit den Fahrrädern, finde ich eine schöne Vorstellung. Also ich habe gerade so ein richtig tolles Bild im Kopf. Disneyland. Ja, aber halt in echt, ne? Nicht so eine künstliche Welt.
mal einen eleganten Bogen ziehen von Licht verändert zu Menschen verändern sich, ja, Veränderungen und Wandel, ja, es geht ja auch darum, dass man offen ist für neue Dinge, für Veränderungen, und da würde es aus meiner Sicht perfekt reinpassen, wenn ich mal frage, was hat denn bei dir die, also im Kopf sich verändert, dass du sozusagen dich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hast? Das war mit der beste Übergang, den ich je erlebt habe. Also, ich muss sagen, ich bin groß geworden in einer Familie, die darauf, oder mit einer Mutter, die darauf Wert gelegt hat, immer schon. Okay. Wenn ich dann dazu noch Sachen lese, wie, keine Ahnung, wie die Meere verschmutzt sind, also das Ganze, was wir heute wissen, dann frage ich mich immer, wenn ich das weiß, dann kann ich doch das dann nicht mehr machen. Mhm. Also wenn ich weiß, wie Klamotten hergestellt werden, dann kann ich gar nicht mehr solche Klamotten kaufen. Mhm. Und bei ganz vielen Sachen, also wenn man das mit den Autos weiß oder mit dem Fleischkonsum oder Fliegen oder egal was du nimmst, sobald du ein gewisses, so ein Wissen hast über die Dinge, kann ich das nicht mehr machen. Also mir wird schlecht dabei einfach, schlicht und ergreifend. Und ich habe keinen Bock drauf, dass mir schlecht ist. Wenn man sowas jetzt hier anschaut und denkt so, oh, ihr seid ja toll, ihr zwei, ja, ihr wisst ja alles besser. Nein, überhaupt nicht. Ne? Gar nicht. Wir haben noch so viel, was wir nicht gut machen. Und wir haben ganz viele Leichen im Keller. Ja. Also ich nicht, aber Lea auf jeden Fall. Und und das ist auch immer ganz wichtig. So, es geht gar nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern es geht darum, oh, da hinten sehe ich jetzt schon mal den Funkturm, wie der angeleuchtet ist. Oh, da müssen wir uns gleich mal genauer anschauen. Sondern es geht darum, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und das können auch kleine Schritte sein, aber jeder Schritt in die richtige Richtung ist allemal besser, als auf der Stelle zu stehen. Wir sind jetzt inzwischen am Funkturm angekommen, der ist auch schön beleuchtet hier. Sehr schön. Und wie findest du das so, Lea? Ich finde, das sieht alles aus, als wenn das so Phallus-Symbol ist. Das ist eigentlich die Plural von Phallus-Phallie. Hier übrigens nachhaltige Wasserflaschen. Was hast du hier? Nachhaltige Wasserflasche. Was ist denn eine nachhaltige Wasserflasche? Aus Glas. Also, du meinst eine Glasflasche. Super fancy. Der neueste nachhaltige Shit. So richtig krasses Material gefunden. So eine nachhaltige Flasche. Echt? Und wie nennt sich das? Glasflasche. Ja, wir sind auch so nachhaltige Flaschen. Ja. Jetzt ist ja, sag ich mal, Carsharing ist ja schon mal ein spannendes Thema, ne? Weil wir haben ja gesagt, ne, macht Sinn, man bekommt Räume in den Städten, mehr Platz, weil tendenziell, wenn sich, sag ich mal, mehrere Leute ja dann imaginär ja sozusagen dann ein Auto teilen und nicht jeder mehr sein eigenes braucht, werden es ja tendenziell weniger Autos in den Städten. Das finde ich ja schon mal geil. Das ist jetzt super. Haben wir hier ja zum Beispiel auch, was mich aber immer zum Beispiel gestört hat, ich mache ja Elektromobilität und neue Mobilitätskonzepte, dass eben es viele Sharing-Konzepte gibt, die natürlich noch auf, sage ich mal, alter Verbrennertechnologie basieren. Ja. So ist es ja nun mal. Jetzt ist ja WeShare voll elektrisch. Alle Autos in diesem Sharing-Konzept sind rein, also sind 100% elektrisch. Siehst du da Vorteile? Also ja klar, weil die Dinger sind viel, viel leiser. Ich liebe es, wie leise diese Elektroautos sind. Das ist ein Riesenvorteil, finde ich. Weil auch das, diese Masse der Autos in den Städten verursacht einfach einen Lärm. Und ich glaube, Stress im vegetativen Nervensystem, also alles das, was wir nicht bewusst, sondern unbewusst wahrnehmen, ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, was das mit unserer Psychohygiene macht, um auch mal ein paar Fachwörter hier zu droppen. Du haust hier Frau Doktor. Ja. Ich dropp das mal. ich glaube, dass das total wichtig ist. Mhm. Natürlich die Gerüche, ne? Also die ganzen nicht vorhandenen Abgase, das würde uns so gut tun. Also körperlich natürlich. Ja. Aber ich glaube auch, dass das was mit uns macht, wenn wir es nicht mehr so zugestänkert werden. Ja. Das fände ich super. Mhm.
Wir sind jetzt hier am Ziel angekommen und zwar war der Friedrichstadtpalast total langweilig. Also nein, der ist natürlich schön, aber der leuchtet immer so. Wir haben hier das noch entdeckt und zwar am neuen Museum mit einer richtig geilen Lichtinstallation. Und richtig cooler Musik dazu. Das ist echt mein Highlight heute. Ja. Also das müsst ihr erleben. Ja, Berlin leuchtet. Checkt nochmal den Link unterhalb des Videos. Könnt ihr euch selber erkunden, entdecken und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt mit uns. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt, mit dir über die ganzen Themen zu reden. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Machen wir vielleicht mal wieder irgendwann. Ja, fände ich gut. Und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, eben von diesem, sag ich mal, von dieser Serie, ich nehme interessante Persönlichkeiten wie Lea zum Beispiel hier im WeShare-Auto mit, dann kommentiert das auch mal unterhalb des Videos und lasst einen Daumen hoch da. Das gibt natürlich immer positives Feedback. Tut immer gut, ja. Wir hatten auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und schreibt einfach zu den einzelnen Themen nochmal eure Kommentare in die Kommentarbox und abonniert den Kanal und was gibt's sonst noch zu sagen? Und macht die kleinen Schritte mit uns, das wäre ganz toll, wenn ihr dran bleibt. Okay, bis dann, tschüss. Tschüss. Was willst du noch rausfinden? Du hast gemeint, was ist das denn hier? Ich hab's rausgefunden, das ist eine Klappe. Ach so, ja. Super fancy auch. Das ist eine Klappe. Das ist für so Leute wie uns, ne? Damit sie auch mal die Klappe halten. Wir sind so lustig.